Das muss der gute Wein sein, von dem Tespis sprach. Oh, aber er riecht furchtbar. Ich sollte ihn probieren. Oh, schmeckt nach Pferdepisse. Den will keiner. Es muss hier noch einen besseren geben. Ja, aber ich bin alleine. Die sind mit mehreren da. Echt? Oh Gott. Ich nehme da mir aber den Schatz mit, ne? Tschüss. Warum zwei Köpfe? Ach so, ich habe den Anführer getötet. Ihr könnt gleich wieder gehen. Du sollst doch nicht dann! Habe ich jetzt einen Sparta-Kick aus Versehen gemacht? Ist das dein Ernst, Cassandra? Ist das dein Ernst? Wie leuchtet so. Nein! Hör auf zu kicken, Cassandra! Das Spiel verdient. Ja. Prügel! This is Prügel! Tschüss.
Warum denn schon wieder? Ach ja, wegen Leuchtfeuer. Ihr seid doch bescheuert. Es ist immer noch. Ups. Oh Gott. Was? Alter, willst du gekickt werden? Bitteschön! Ja, ist doch nicht dein Ernst hier! Hey! Und du! Sis! Ist Prügel! Verdient! Das könnte wirklich mein Ende sein. Tschüss. Entkommen! Das stimmt, das haben wir ja gelernt. Ich wollte doch nicht den Kick machen. Was machst du, Cassandra? Nein, bin ich nicht. Tja, Alter, du willst Alarm? Alarm gibt Prügel!
Okay, das war dumm. Ja, es hört auf. Ich muss es löschen. Roll doch! Oh, was zur Hölle war das denn? Ich muss die Einladung lesen, okay? Guten Wein zu schätzen weiß, sollte sich uns im unterirdischen Lager für eine Verkostung anschließen. Kein Wort zu den Befehlshabern. Okay. Dieser Wein muss gut sein. Ich sollte ihn Tespis bringen.
Yay, hat auch gar nicht lang gedauert. Was? Was? Was war das? Okay, der lässt sich nicht angreifen. Genau. Niemand darf mich entdecken. Ich habe den Wein. Wunderbar. So werden unsere Gäste wohl schon vor Beginn des Stücks bester Laune sein. Yay. Ich habe den Wein probiert. Er schmeckt köstlich. Ich versuche Eintrittsmarken in den besseren Gegenden zu verkaufen. Unsere reichen Gönner werden sich freuen. Sag, wann wird das Stück eigentlich aufgeführt? Nun, es gibt noch Probleme mit den Schauspielern. Sie zu finden, meine ich. Du hast keine Schauspieler? Keiner von ihnen kam zur letzten Probe. Und bei den vorherigen kamen sie mir sehr entmutigt vor. Vielleicht war jemand zu streng mit ihnen. Dann musst du sie nicht bezahlen, wenn sie nicht auftauchen. Ganz genau. Es sind drei Schauspieler. Sie stellen Ephialtes, Xerxes und die Neckes dar. Ich kann dir sogar sagen, wo du sie vielleicht findest. Und wer spielt Leonidas? Ich selbst natürlich. Ich traue niemandem sonst die Hauptrolle zu. Xerxes, der Perserkönig, kommt auch in dem Stück vor? Ja, und ein ganz famoser Schauspieler verkörpert ihn. Er spielt Schurken wie kein Zweiter. Er erwähnte, dass ihn die Dysbontion-Ruinen inspirieren würden. Die Neckes, das war doch Leonidas bester Befehlshaber. Ja, und ein sehr charmanter junger Mann verkörpert ihn. Er neigt sehr zur Nervosität. Deshalb überraschte es mich, dass er zum Glücksspiel auf den großen Platz hier in Elis wollte. Dann wird also der Verräter Ephialtes vermisst. Welche Überraschung. Mein guter Freund Ross ist sonst ein sehr gewissenhafter Mann. Doch als ich ihn zuletzt sah, schien ihn ein religiöser Eifer erfasst zu haben. Er wollte an der Pyrrha-Quelle beten. Ich hoffe, sie tauchen wieder auf. Ja, genau, Mr. Satan muss die Rolle spielen. Wenn du Schauspieler gefunden hast, schicke sie zu mir. Und motiviere sie bitte. Die Vorstellung wird grausig, wenn sie nicht mit dem Herzen dabei sind. Und dann wird niemand bezahlt. Verstanden.